Die Violetten haben Ankik, Christian Meyerlieb gemeinsam mit Schei Holzmann Sturmspitze und Toni Pfeffer, der Austria-Kapitän. Michael Wagner, er kennt natürlich seine Gegenspieler sehr gut. Und das erste Foul von Acic, der hinter den Spitzen Penxer und René Wagner bei Rapid für Impulse sorgen soll. Da haben wir den Spieler, der über Belgrad. Und Sie sehen, sondern Nummer Inzert seit 1000 Minuten inklusive der Cup-Niederlage 0:1, wo Braun das Tor geschossen hat, die Wiener Austria ohne Erfolg im Derby. Das ist eine ganz, ganz lange Zeit. 11 Spiele, das hat es nur zu Beginn unseres Jahrhunderts gegeben, ich glaube 1911 bis 1917, dass die Wiener Austria 11 Spiele lang nicht gewinnen konnte. Penxer, Acic, Penxer noch einmal, Freund. Und mit dem Wind ein guter Schuss und gut gehalten von Wolfgang Knall. Erste gute Möglichkeit für Rapid. Nach diesem Schuss von Oliver Freund. Hier noch einmal. Vis-à-vis-Kamera vom Tore. Wieder ein Stoß von Acic, wird von Schiedsrichter Sova entschieden. Empört Heribert Weber. Meint, dass das ein reguläres Luftduell war. Meyerlieb! Etwas überhastet. Aus dem Winkel noch ein Tor zu schießen, das wäre an für sich schon schwer gewesen. Hat vielleicht nicht genau gewusst im Moment, wo er steht. War etwas zu weit links vom kurzen Eck entfernt. Ist gefährlich, weil der macht es mit sehr viel Effekt. Rachimov! Und schon vorerst hatte Plassnecker den Ball am Fuß. Hier aber Rashid Rachimov. Hier noch einmal. Angeschnittener, eher flach gehaltener Freistoß. Da prallt Plassnecker der Ball weg und Rachimov vergibt. Wer wird schießen? René Wagner, Prosenik. Er auf den Ball. Zingler in der Mauer. René Wagner, guter Schuss! Und um ein Haar am Tor von Knaller vorbei. Guter Freistoß von René Wagner. Aus der Torkameraperspektive. Ja, Danz Schmidt hinaus, bleibt wieder stehen. Durch die Mauer eigentlich, an den Köpfen vorbei, zwischen den Köpfen durchgeschossen, René Wagner diesen Freistoß. Acic und Knaller. Erstes Doppelpassspiel, Acic, René Wagner. Aber gut gehalten wieder von Wolfgang Knaller. War nicht scharf der Schuss, aber doch platziert und ins andere Eck. Schauen Sie. Kurz, Knaller am falschen Bein, aber er macht es sehr gut. Herauf, guter Schuss und hervorragend gehalten von Wolfgang Knaller, der konnte nicht viel sehen. Gut abgezogen von Andi Herauf. Herrlich pariert mit der Faust. Wolfgang Knaller, wieder Eckball für Rapid, diesmal von links und Acic wird den Ball treten. Es wird Ihnen auffallen, meistens bei Rapid Prosenik als Cornerschütze, diesmal einmal Wimmer, einmal Acic. Noch einmal Acic. Und wieder war Knaller mit der Faust da und René Wagner mit dem Kopf. Gute Szenen jetzt hier von Rapid, aber ebenso gute Szenen vom Austria-Keeper. Hier noch einmal. Sie sehen, mit der Faust den Ball berührt und dann der Ball auf den Kopf von René Wagner gebracht. Hier noch einmal. Wunderschöne Bilder von unseren Kameraleuten und der Regie. Faustabwehr, jetzt der Kopfball. Ja, da hat der Knaller das Glück des Tüchtigen gehabt. Holzmann. So, jetzt hätte Rapid ein bisschen mehr Raum. Oliver Freund. Ja, wird von Dospel zu Fall gebracht. Vorteil, Penxer. Der Pass zu Braun gelingt. Vorteil auch, obwohl Meyerlieb offside stand. Herauf, Proseni, Macic sehr weit zurückhängend. Sollte ja hinter den Spitzen spielen, um mit seiner Ballkunst in den Strafraum einzudringen. Das versucht jetzt Proseni. Und Outeinwurf für Rapid.
Ich weiß nicht, ob Acic hier wirklich den Auftrag von Herbert Weber erfüllt. Hängt sehr weit hinten. René Wagner. Und Tor! Blitzartig hat sich René Wagner gelöst bei diesem Gestocher im Austria-Strafraum. Und er nützt seine erste Chance hier in einem Zweikampf, den er blitzartig angetreten hat. 1:0 für Rapid, sein sechstes Tor, damit der erfolgreichste Torschütze vor Prosenik mit 5. Hier noch einmal, das Gestocher, Gerd Wimmer ist da, bringt den Ball zur Mitte, Prosenik schupft ihn hier rein. Und auf einmal löst sich René Wagner, typiert Pfeffer und typiert auch, schauen wir uns das Ganze an. Aus der Drehung geschossen, gar nicht scharf, aber genau. Von der Latte pendelt der Ball ins Netz. 1:0 in der 42. Minute für Rapid. Jetzt wird es natürlich ungemein schwer für die Wiener Austria. Mit Selbstvertrauen eben durch dieses Tor wieder in die zweite Hälfte. Wimmer geht vorbei, könnte jetzt aufrollen. Zinker, Acic ist geschickt darüber gestiegen. Wimmer legt auf für Acic, der steigt drüber, aber Thomas Zinker vergibt. Eine Minute wird Schiedsrichter Sova nachspielen lassen. Hier noch einmal. Wimmer, guter Haken. Schaut jetzt, wer steht. Acic, der steigt drüber. Eine schwierige Situation für Knaller. Man hat auf der Torkameraperspektive sehr gut gesehen, wie schnell sich die Situation für den Tormann ändert. Und das ist der von Schiedsrichter Sober, der ein guter Spielleiter in dieser ersten Spielhälfte war. Ja, Herr Streiter, quasi die ganze erste Hälfte ist ja aus der super gestanden, hinten eng gedeckt. Und was war dann bei diesem 0-1? Ja, geschlafen haben wir. Schon beim Einhof hat es angefangen und drinnen dann wieder. Ich glaube, die Führung ist total unverdient. Aber es nützt nichts. Wir sind hinten nach, wir müssen zweite Halbzeit mehr riskieren und wird natürlich für hinten wieder eine schwere Arbeit. Warum führt Rapid 1:0? Mannschaft war etwas überlegen, das zeigt auch unsere Statistik. Und zwar 57% Ballbesitz für Rapid, 43 für die Wiener Austria, 3:1 das Eckballverhältnis, mehr Fouls um eines hat auch Rapid gemacht. Bei den Unentschieden, bei den Abseits steht es unentschieden, pardon, und Torschüsse 7:4 von Rapid, 1:0 die Tordifferenz. Brecher und Manager Friedel Concilia und natürlich auch dem Austria-Angel noch einige Freude bereitet. Wir werden sehen, was der Wechsel im Angriffsspiel der Wiener Austria bewirkt. Mit Holzmann dürfte Werdenig nicht zufrieden gewesen sein. Der hat einige Male hineingerufen, mehr bewegen, mehr Tempo, mehr Stellungsspiel hat er vom israelischen Stürmer verlangt. Gefahr war das durch den Kopfball von Ernstson. Noch immer Gefahr für die Rapidler. Ernstson, Schmidt, guter Schuss und auf Ratenmeier. Ja, die Austria wird jetzt stärker. Ernstson hat etwas Schwung in den Austria-Angriff gebracht durch seine Beweglichkeit und durch seine Kopfballstärke. Hier noch einmal der gute Schuss von Schmidt und Ernstson war schon da. Jetzt ist Rapid wieder da. Penkser. Prosenik, ja, hat gesehen, dass das lange Eck frei ist. Guter Schuss. Wenn man als Rechter auf der linken Seite spielt, hat man eben den Vorteil, bei einem Innenhaken mit dem besseren rechten Fuß schießen zu können. Genau auf Herav. Acic, niemand ist bei ihm. Guter Pass auf René Wagner. Wagner. Und es gibt Elfmeter, in die Zwicke genommen von Dospel und Streiter. Es wird Diskussionen geben und gelbe Karte für den Austria-Libero. 64. Minute. Elfmeter für Rapid nach dieser Angriffsaktion von René Wagner, nach einem guten Pass von Acic. Nimmt sich hier den Ball mit
Jawohl, Streiter haut hinein. Aus dieser Perspektive sieht man es ganz genau. Noch einmal. Elfmeter. Wer wird schießen? Christian Prosenik. 5 Tore hat er erzielt. Wenn er jetzt hineintrifft, hat er, wie Wagner, 6 Tore in der Meisterschaft erzielt. Knaller war dort und trotzdem ist der Ball drinnen. Mir tut der Wolfi Knaller leid. Hat den Ball erahnt, wo er hingeht, aber Prosenics Schuss so scharf, dass er ihn nicht parieren konnte. Und es steht 2:0 für Rapid. Hier noch einmal. Knaller ist dort und der Ball geht von der Stange, glaube ich, ins Tor. Damit könnte natürlich eine Vorentscheidung in diesem Spiel gefallen sein. Freie Bahn für Acic. Da hat es einen Foul von Schmidt gegeben in der Mitte. Es geht aber weiter. Gute Abwehr von Wolfgang Knaller. Ich glaube, Rene Wagner liegt in der Mitte des Spielfeldes. Es geht aber weiter. Es ist möglicherweise auch die zukünftige Abwehrformation, wenn einmal Michael Streiter seine Laufbahn beenden sollte. Er ist ja doch schon 32. Dann könnten Dospel, Schießwald, Pfeffer die Abwehr der Wiener Austria bilden. Schießt den Ball hinein und Tor! Christian Meierle! Das erste Tor der Wiener Austria im November. Jetzt wird es noch einmal spannend. 74. Minute. Das 7. Meisterschaftstor von Christian Meierle nach diesem scharf angeschnittenen Freistoßball von Michael Wagner. Also Christian Meierle, der mit so viel Ehrgeiz, Einsatz, Schnelligkeit und Willen begonnen hat, hat hier Glück, steht richtig und schupft den Ball über Meier ins Tor. Ich glaube sogar mit dem Knie. Aber vielleicht sieht man es aus dieser Perspektive etwas besser. Ball kommt gut herein. Meierle, jawohl! Mit dem Knie über Ladislav Meier befördert. War ein schönes Tor. Mit Fantasie gemacht. Noch immer Meier lebt. War kein Foul. Ball gespielt von Acic und Rene Wagner gegen Dospel. Benxer kommt mit. Gut gespielt. Benxer und Tor! Ich habe es noch vor 10 Minuten gesagt. Greift die Wiener Austria an, dann muss sie Gefahr laufen oder wird sie Gefahr laufen, in einen Konter von Rapid zu rennen. Und genau das ist jetzt passiert. ...77. Minute. Das 3. Meisterschaftstor von Marek Benxer zum 3:1 für Rapid in der Rapid-Viertelstunde. Die Rapid-Fans können zufrieden sein. ...77. Minute, sagt Platzsprecher Andi Marek. Marek Benxer schießt dieses 3:1. Ist das aber jetzt schon die Entscheidung? Oder kann sich die Wiener Austria noch einmal aufbäumen nach diesem Tor von Benxer mit links? Knaller ist hier gut herausgekommen, hat aber keine Chance. Meierle, gute Möglichkeit, schöner Haken, vorbei an Meier und schade für ihn. Vorbei auch am Tor von Meier. Gute Aktion von Christian Meierle. Der Teamstürmer hat durch seinen Einsatz den Bann gebrochen bei der Wiener Austria, schon so lange gegen Rapid kein Tor erzielt zu haben. Und fast hätte er hier sein zweites Tor in diesem Match geschossen. Gute Aktion von Meierle mit dem engen Haken am 16er. Hier noch einmal. Vorbei am Rapid-Kapitän Peter Schöttl. Vorbei an Meier mit dem Spitz. Und dort der Pech. Hat den entscheidenden Pass zu Rene Wagner gemacht. Anschließend wurde der Rapid-Stürmer von Streiter und Dospel in die Mangel genommen. Achtung aber jetzt. Meier lebt. Noch eine Chance. Bange Minuten hier noch für Rapid. 3:1. Bei 2:1 wird es also wirklich noch trabig werden. Hier noch einmal diese Szene. Wieder gut angeschnittener Freistoß. Und kaum bringt die Rapid-Abwehr hier den Ball. Wie lang geht es noch?
knapp 2 Minuten. René Wagner, noch immer Wagner, mit neuem Selbstvertrauen, holt hier wieder einen Eckball, den 5. für Rapid heraus, in dieser Schlussphase des Spiels. Wir stehen schon in der 90. Minute, 3 Minuten wird hier nachgespielt werden. Die Wunderkerzen brennen im Rapid-Sektor, man ist Sturm Graz, dem Tabellenführer, auf den Fersen geblieben und man wird hier aller Wahrscheinlichkeit nach diese 3 wichtigen Punkte, die man vom 215. Derby erwartet hat, einfahren. Noch einmal, guter Freistoß-Eckball, herrlicher Kopfball von Herraf und eine super Parade von Wolfgang Knaller. Glückliche Reaktion. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Werner Exler, unser Regisseur, spielt es schon ein. Unglaublich, hat er nicht viel Zeit gehabt, die Hand rauszufahren. Guter Kopfball von Herraf und ein unglaublicher Reflex von Wolfgang Knaller. Er verdient einen römischen Einser heute in diesem Spiel. Und leider für ihn, muss man sagen, er hat dennoch mit seiner Mannschaft hier 1:3 verloren. Und Rapid wird hier die Wiener Austria wieder besiegen und die Wiener Austria nun zum 11. Mal in einem Derby ohne Erfolg. Das ist ein neuer Rekord. Herraf, wieder mit Kopf, aber übers Tor. Jetzt müsste es aus. Siehst aus!